zu einem neuen Video von Kulturwerke Deutschland. Mein Name ist Emily, ich bin 17 Jahre alt und bin derzeit mit der Organisation Kulturwerke Deutschland in den USA und mache mein Auslandsjahr. Heute werde ich euch ein bisschen erzählen über mein schönstes Erlebnis hier in meinem Auslandsjahr. Ich bin derzeit schon 6 Monate hier und habe einiges erlebt und ich habe so ein Punkt, was ich wirklich sagen kann, das ist mein schönstes Erlebnis gewesen. Ich habe natürlich wirklich so viele Sachen erlebt, die wirklich schön waren und es war wirklich schwer, mich zu entscheiden. Aber ich kann jetzt sagen, das ist wirklich mein schönstes Erlebnis, weil ich da einfach am meisten erlebt habe. Lieber werde ich euch über mein schönstes Erlebnis ein bisschen was erzählen, wie das abgelaufen ist, was ich überhaupt gemacht habe und werde auch paar Bilder und Videos zeigen und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also wie schon gesagt, habe ich viel hier erlebt und viele schöne Sachen und konnte mich nicht wirklich so gut entscheiden, aber ich denke einfach, das ist wirklich so eine der schönsten Sachen und zwar war es ein ganzes Wochenende, wir sind ein ganzes Wochenende nach Dallas gefahren und Dallas ist eine größere Stadt in Texas. Wir sind Samstagmorgen, wirklich früh morgen, ich glaube 4 sind wir aufgestanden, 5 sind wir los. Wir sind halt aufgestanden, haben uns fertig gemacht, haben das Auto gepackt und dann sind wir auch los. Ja, sind wir halt zum Buckys gegangen, wollten da Frühstück abholen. Der Buckys aber extrem voll war in diesem einen Tag, also wirklich extrem, extrem voll. Dann haben wir gesagt, hey, wir gehen woanders essen, dann waren wir bei Sonic, haben da Frühstück bestellt. Danach sind wir wieder schlafen gegangen und haben nicht wirklich was anderes gemacht, außer halt Auto gefahren. Dann sind wir irgendwann, ich weiß nicht wieso, aber ich bin wach geworden. Und ich habe das irgendwie gespürt, dass ich in dem Zeitpunkt, also in dem Moment wach werden muss. Und zwar bin ich wach geworden und ich habe so die Stadt von Weitem schon gesehen. Und ich habe direkt Fotos und Eindrücken dran gemacht. Und ja, habe halt Dallas von außen gesehen, weil halt in Dallas reingefahren sind und dann habe ich die Stadt bewundert, weil ich persönlich liebe es, Städte zu bewundern und dann, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, sind wir halt reingefahren und ich dachte erstmal so, jo, was ist das? weil man denkt sich halt so, so eine große Stadt und ist voll schön, aber dann sind wir halt irgendwie reingefahren und dann sind wir halt irgendwie nicht so in die Downtown, also in die Innenstadt gefahren, sondern so außen. Und dann sah das halt so wie in Hamburg. Man hat so, oder ich glaube, jede Stadt hat einfach so Ecken, wo es einfach so ranzig aussieht. Keine Ahnung, aber dann sind wir halt da irgendwie rumgefahren. Es war extrem voll und die Straßen waren voll. Und dann sind wir halt, ich habe den Park vergessen. Auf jeden Fall war das ein wie so ein Dom. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ich hatte den gerade im Kopf. Es ist nicht Six Flags. Also ich glaube, manche kennen Six Flags. Aber es ist nicht Six Flags, es ist was anderes. Es ist wie Dom gewesen. Also wirklich so. Wir sind dann zum Parkplatz. Und der Parkplatz war komplett voll. Wir mussten wirklich mit dem Auto in einer Schlange von keine Ahnung wie vielen Minuten warten, bis wir auf den Parkplatz gehen konnten, also parken können. Aber dann irgendwann nach den ganzen Warten haben wir einen Parkplatz gefunden, sind ausgestiegen, sind dann rein, haben Eintritt bezahlt. Also man muss Eintritt zahlen. Und dann sind wir rein und meine Gastmutter musste halt auf Klo, das heißt, ich, meine Gastschwester und meine Gastmutter sind zusammen schon mal vorgegangen, haben ein Klo gesucht. Und mein Gastvater war an so einem Automaten und hat Tickets geholt. Weil in diesem Park musste man wirklich, man konnte nichts mit Geld zahlen, nichts mit Geld zahlen. Du hattest Tickets, einmal hattest du extra Tickets für, nicht für Coupons, nicht Tickets, aber ja, so für Essen und Fahrten. Also du kannst mit den Tickets beides zahlen. Dann hattest du, ich sag auch gleich Tickets, Coupons. Hast du Coupons gehabt, wo du nur Essen damit zahlen kannst? Also du kannst nicht mit deine Fahrten zahlen und einmal halt nur die Fahrten. Dann sind wir halt so zusammen rumgegangen. Meine Gastmutter und ich glaube meine Gastschwester hatten in dem Moment auch ein bisschen Hunger bekommen. Die haben dann was Essen, das Essen geholt.
rumgegangen, haben uns das angeguckt und haben wir eine Fahrt dann ausprobiert. Bin ich mit meiner Gastmutter, meiner Gastschwester draufgegangen. Und so saßen wir einfach und unsere Beine hangen und dann sind wir halt so, das ist so wie ein Breakdancer, vielleicht kennt ihr den Breakdancer. Aber du bist wirklich so, deine Beine hängen und du bist ein Ding. Also okay, alles hängt, du sitzt einfach nur. Dann sind wir halt rumgegangen, wir sind meistens halt mehr rumgegangen als irgendwas gemacht, aber ich habe das trotzdem genossen. So, wir sind ein paar Fahrten, die verschiedensten Fahrten gefahren, haben Sachen geholt für Trinken, Essen, also eigentlich wirklich, was man halt in so einem Freizeitpark macht. Da bis Abend, obwohl wir nicht so wirklich gedacht haben, dass wir so lange da bleiben. Und dann nach dem Tag, als unsere Coupons dann auch wirklich fertig waren, ich überlege gerade, ob ich einen Coupon noch übrig habe. Ich hatte einen Coupon übrig, aber ich weiß gerade nicht, wo ich ihn hingepackt habe. Okay, ich habe den Coupon nicht gefunden gehabt, aber was ich gefunden habe, ist einmal, ich habe den Namen gefunden. Und zwar war das die State Fair of Texas. Und das habe ich ja immer. Sowas. Das ist so diese Mappe und so ein voll alles so drin ist. Und vielleicht hier einmal. Das ist einmal die Karte von. Also war wirklich alles. Meine Tiere. Das war auch so richtig cool. Die sind nämlich auch da hingegangen. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich verstehe, wenn man einfach mal so ein kleiner Streichelzoo oder da war. Aber da war wirklich so, du bist reingegangen in so ein bisschen so einen Stall und da waren die verschiedensten Kühe und die waren so cool und die waren groß, die waren extrem, extrem riesig und so flauschig. Ich meine, die Kühe waren so flauschig und dann Schweine, es gab Schweine, es gab Kühe und dann die ganzen Leute, die hatten halt so diesen Cowboy-Style und ja, das war, fand ich auch ganz interessant, weil ich ja Kühe liebe. Ich mag einfach Kühe. Die sind einfach tolle Tiere, auch wenn die nichts machen, außer schlafen und essen. Aber trotzdem, die sind einfach... Ich liebe Kühe, ich weiß selber nicht wieso. Auf jeden Fall, nach dem ganzen Tag sind wir dann ins Auto und sind dann ins Hotel. Haben dann eingecheckt und ich, meine Gastschwester, sind dann zum Pool gegangen. Wir hatten nämlich einen Pool, der war draußen. Und es war halt da hingegangen, haben noch ein bisschen gechillt. Meine Gastschwester sind auch schlafen gegangen. Und wir waren auch im Pool und sind dann irgendwann auch ins Zimmer gegangen. Und am nächsten Morgen sind wir dann zusammen frühstücken, haben dann am Frühstück so mäßig geklärt, was wollen wir machen an dem Tag. Und dann haben wir geredet und wir hatten ein Frühstückbuffet, wo ich ehrlich gesagt erstaunt war. Ich bin ganz ehrlich hier. Erstens, das war jetzt nicht so ein großes Buffet. Also man hatte nicht wirklich so viel Auswahl und die benutzen mehr so alles Pappe oder also sie haben Pappteller da gehabt, die haben Plastikgabel und Messer gehabt und wenn man so, also ich persönlich kenne es so von anderen Hotels, so dass sie halt Teller haben und Besteck
normal ist. Man muss nicht direkt so eine große Auswahl haben, aber so Teller und Besteck, so, weißt du? Weiß nicht. War für mich auf jeden Fall so ein bisschen anders. ja, und danach, wie gesagt, haben wir darüber geredet, was wir machen wollen an dem letzten Tag hier. Und habe ich halt gesagt, hey, ich mag die Stadt anzugucken, können wir ein bisschen die Stadt angucken. Und dann sind wir irgendwo hingefahren, weil ich, meine Eltern sammeln immer Magnete von Orten, ich sammle immer Postkarten. Und natürlich Souvenire, aber vor Postkarten und Magneten sind manchmal so die ersten Sachen. Jedenfalls sind wir rumgefahren und haben nach solchen Läden gesucht. Nirgendwo gab es Souvenirläden. Und ich dachte mir so, wie geht das? Und auch so Postkarten. In Europa so, jeder hat Postkarten irgendwo. In der großen Stadt, wir haben überall Souvenirläden. Und ich habe wirklich auch allgemein hier, ich habe noch nie in der Umgebung über einen Souvenirladen gesehen. Auch über Texas oder sowas nicht. Und dann haben wir halt gesucht, wir haben nicht gefunden. Selbst auf dem Markt sind wir gegangen, haben gesucht, es gab wirklich nichts. Irgendwann hat ist mein Gastvater über die Straße gegangen, hat den Laden geguckt und hat so den Laden gefunden. Die haben einen Souvenirladen und dieser Souvenirladen ist so ein Souvenirladen, dass die Verkäuferin wirklich alles Hand macht. Nichts. Also sie hat natürlich auch ihre Gruppe, aber trotzdem wird alles handgemacht. Und da habe ich natürlich so viel wie möglich alles eingekauft. Ich dachte mir so, wenn ich schon so schwer was zu finden habe, dann möchte ich nicht riskieren, dass ich sage, hey, ich bin noch 7 Monate hier, vielleicht finde ich noch was. Ich wollte es einfach nicht riskieren, habe wirklich einen großen Einkauf gemacht. Ja, und dann sind wir halt weiter und dann sind wir noch so Pflanzenladen. Meine Gasteltern haben einen Pflanzenladen, ein bisschen Pflanzen gesucht. Und habe ich gesagt, hey, können wir gerne jetzt doch noch in die Stadt, weil die wollten halt schon nach Hause. Und die ganzen Läden, die wir gesehen haben, waren nicht wirklich in der Stadt, sondern wir sind durch die Stadt gefahren, aber trotzdem außerhalb der Stadt. Und das heißt, ich konnte nur so mäßig von außen die Gebäude und die Riesengebäude angucken. Da meinte ich so, hey, bevor wir halt Dings, können wir vielleicht so ein paar Minuten einfach so oder einfach ein bisschen in die Stadt spazieren gehen oder keine Ahnung, weil es ist jetzt nicht so eine große Stadt. Also so, es ist eine große Stadt, aber so inmitten sind die ganzen großen Gebäude und da könnte man einfach so ein bisschen zu Fuß gehen. Ich möchte nur die großen Gebäude sehen, wenn man halt sowieso nicht so viel Zeit hat, dann ein bisschen da rumlaufen. Meinten die okay, sind wir halt, haben einen Parkplatz gesucht, sind wir zu Starbucks, haben da Kaffee und Salz getrunken, also halt Starbucks gut gechillt. Und dann sind wir ein bisschen rumgegangen. Irgendwann sind wir halt ins Auto mit unserem Einkauf und dann sind wir weitergefahren und auf dem Weg sind wir noch in ein Restaurant gefahren und haben gegessen. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwas mit Shrimp hatte. Die Shrimps waren so gut. Also wirklich so gut. Und ich dachte so, ich könnte jeden Tag hier essen. Es war einfach so lecker. Nach dem Essen, also es hat auch natürlich ein bisschen eine Weile gedauert, nach dem Essen sind wir dann halt nach Hause gefahren und waren dann halt so mäßig Nachmittag, Abend so ungefähr zu Hause. Und dann haben wir noch ein Lagerfeuer gemacht. Ich saß ein bisschen draußen, da ich aber noch ein Schulprojekt beenden musste, habe ich gesagt, hey, so nach einer halben Stunde dachte ich so, okay, ich will jetzt auch nicht die ganze Nacht wach bleiben für ein Schulprojekt. Ich gehe in mein Zimmer und mache mal schon mein Schulprojekt. Ja, das war's. Also für mich war das einfach der aufregendste und schönstes Erlebnis, weil es halt wirklich etwas Großes war. Es war das über das ganze Wochenende weg. Und du hast wirklich keine Minute irgendwie Langeweile oder keine Minute irgendwie so nichts gemacht. Und das ist so das, was ich einfach geliebt habe. Einfach so morgens, Samstagmorgens losgefahren. Wir haben da gegessen, wir haben das gemacht. Den ganzen Tag in
Blumenfest, State Fair verbracht und abends noch im Pool mit meiner Gastschwester. Und dann am nächsten Tag haben wir die Stadt bewundert und ein bisschen Einkauf gemacht und gegessen. Und das einfach, finde ich einfach schön. Und deswegen so das, was ich niemals vergessen werde. Und ja, das war sogar meine kleine Storytime. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr keine anderen Videos verpassen wollt, abonniert doch den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!